Genau. 300 Meter der Frauen. Ja, und ganz, ganz klar geht Melanie Böhmann von der MG Neckar-Elm. Auf der Bahn 4 in Rot und Schwarz. Aber sie ist eine absolute Kämpferin, die lässt sich dafür nicht mehr nehmen. Da bin ich mir fast schon sicher. Melanie Böhm, klare Führung für die Läufer der MG Neckar-Elm. Dahinter der Kampf um Platz 2. Jetzt Julia Rieger vom LVP 2012. Und auch die hält sich Platz 41,40 die Zeit für Melanie Böhm.